Guten Morgen, meine lieben Freunde. Perle, es ist 2 Uhr morgens, 2.31 Uhr. Guck mal, was hier ist. Mein Koffer ist angekommen. Habe ich eben gerade unten von dem Belders abgeholt. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Warte mal. Ja, ich habe gestern eine E-Mail bekommen, dass mein Koffer angeliefert wird und gegen 22 Uhr, aber dass sich das verzögern kann, das dauert immer ein bisschen. Und dann war ich heute Morgen um 1 war ich unten beim Belldesk und habe dem Bescheid gesagt, dass mein Koffer wahrscheinlich eintreffen wird irgendwann und dass sie mich jederzeit hier anrufen können, ne? Dass sie nicht warten brauchen bis morgen früh oder so. Vor 5 Minuten hat das geklingelt. Um 2.25 Uhr, heute ist Freitag, 2.25 Uhr. Ring, hier Belldesk, ihr Koffer ist angekommen, können Sie abholen. Ja, meine Lieben. Und hier ist mein Koffer. So, ich hau mich jetzt in die Falle. Ich bin völlig fertig. Bin ein bisschen müde. Ich war gerade hier am Knacken und dann, oh, Scheiße. Oh, da habe ich mir nicht schnell gegriffen, ne? Ja, alles wieder gut. Hat ein bisschen länger gedauert, weil, wenn er nicht gekommen wäre, dann hätte ich morgen noch Klamotten gekauft, ne? Also unglaublich. Da jetzt habe ich jedenfalls meinen Krempel. Das ist schon mal gut, ne? So, Peace, meine lieben Freunde. Ich hau mich jetzt in die Falle. Tschüss. Ich war gerade bei Alamo, habe mir mein Auto abgeholt. So sieht das von innen aus, nicht sonderlich spektakulär. Ein Toyota, ich habe ihn ausgesucht, also ich hatte verschiedene zur Auswahl. Ein Toyota Corolla habe ich diesmal genommen. Und ja, bin gerade seit einer Minute unterwegs, gerade auf den Strip gefahren hier. Und nun geht das als erstes erstmal Getränke kaufen. Und ihr könnt auch schon ahnen, wohin. Natürlich zum Walmart, ne? Logisch. Ja, Toyota Corolla hatten sie da, dann Hyundai, Chevy, alles mögliche. Also die Midsize habe ich ja hier gebucht und habe ich mir jetzt den Corolla ausgesucht, scheißegal. Der sah von vorne einigermaßen anständig aus und so allgemein. Also der ist geckig von der Optik her und ja, muss ich mir ein bisschen dran gewöhnen, das ist alles ein bisschen anders hier als woanders. Hier unten ist Cruise Control. Dann haben wir hier den Viper und den ganzen Quatsch, dann haben wir hier Blinker und den Unsinn, hier Fernlicht und alles irgendwie touchy, alles Touchscreen hier, was die Bedienung angeht vom Entertainment-Zentrum. Ja, aber da fummel ich mich schon rein, kein Problem. Bin ich froh, dass ich jetzt endlich wieder ein Auto in der Marsch habe. Der hat runter 23.023 Meilen. 23.23. Ja, oh, ich bin wieder mobil, was ein Glück. Oh, ich bin kaputt. Oh. Okay, um 3 Uhr runtergerannt, dann um kurz nach 3 den Koffer ausgepackt, dann habe ich mich nochmal 3 Stunden wieder aufs Ohr gelegt. Wegen der scheiß Kofferkacke, ne? Boah. Um 1 bin ich da ja runtergepiest ins Casino runter. Hatte ich heute Morgen eigentlich ein Video gemacht? Ich glaube nicht, ne? Das wisst ihr ja noch gar nicht, ne? Also, ich habe gestern eine E-Mail bekommen, das kann ich immer so erzählen, ich habe gestern eine E-Mail bekommen von British Airways, dass mein Koffer am 21. um 22 Uhr hier in Las Vegas irgendwie eintrudelt und mit dem Kurierdienst verbracht wird. Da stand aber noch ein Zusatz eben, das kann ein bisschen dauern. Naja, dann dachte ich, warte mal bis 1 Uhr nachts, also bis heute Morgen um 1, Tag 2 sozusagen, wo ich schon auf den Koffer warte. Und, naja, 1,5 Tage, ne? Und, bin ich um 1 Uhr runtergegangen zu dem Mädel da. Und hab gesagt, pass mal auf, ich krieg um 22 Uhr soll mein Koffer kommen, also seit 3 Stunden ist unterwegs. Der wird wahrscheinlich irgendwann heute hier eintrudeln, nehme ich an. Und wenn das dann passiert, mögen Sie mich bitte anrufen, anytime, ne? Also, jederzeit. Hat sie sich dann notiert. Und das war dann alles in Ordnung. Naja, da habe ich mich dann hingelegt. Das war 12:45. Und um 14:45, 14:50 klingelt das Telefon. Belldesk, mein Koffer ist angekommen. Ich so, yeah, geil. Sag, ich bin in 5 Minuten unten, ne? Schnell angezogen, runtergepäst, Koffer abgeholt. Und da war das schon mal ausgestanden. Da hatte ich meinen Koffer zumindest wieder. Ne? Das also ohne Koffer ist scheiße, ne? Weil da ist ja echt alles drin, ne? Ja, da hatte ich meinen Koffer wieder. Und dann habe ich den dann noch ausgepackt. Das war dann nachher irgendwie so gegen... Und ein bisschen eingeräumt, alles schick gemacht. 3:30, es war auch wichtig, dass mein Koffer kommt, weil da natürlich die Weihnachtsgeschenke drin sind. Ne? Und zum Beispiel Lorna, die hat heute den letzten Tag. Und da hat sie wieder 2 Tage frei, also ist sie nicht da. Ne?
Das habe ich hier dann heute Morgen konnte ich hier dann passend dazu. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen orientieren. I15 geradeaus. Passend dazu gut getimed. Passe ich gerade noch rein, wunderbar. Konnte ich ihr Weihnachtsgeschenk geben. Jo. Alter, ist hier was los. Mann, oh Mann. Auch in den Shoppingcenter hier im Town Square. Eieiei, eine Quetschparty. Boah, heftig. Ja, und dann bin ich dann heute Morgen wieder aufgestanden um 7. Hat mein Wecker geklingelt, gehupt. Und dann war's das. Dann seitdem bin ich wieder in Gange. Bin ich frühstücken gegangen, habe üppig gefrühstückt. Könnt ihr euch mal ein Bild einblenden. Ein Riesenhaufen. Stärkendes Futter. Ja, ich habe da zwei Teller gehabt. Einmal was Ungesundes, was Gesundes. Haben wir da Kohldampf gehabt. Dann dachte ich, Alter, jetzt haust du den Teller aber mal voll. Ne? Dann habe ich den reingepresst und dachte ich so, und jetzt noch ein bisschen was Gesundes, dann noch ein Salat zwischendrin. Und dann wieder was Ungesundes zum Abschluss, dann nochmal ein Stück Kuchen. Torte. Geil. Ja. Ja, und dann bin ich hier um 12:30 bin ich dann abgezischt, weil ich um 14 Uhr den Abholtermin hatte wegen dem Wagen mit dem Deuce, mit dem Bus. Und bei Mandalay Bay bin ich dann ausgestiegen und bin dann in den STX umgestiegen, habe auf den STX gewartet. Und 10 vor war ich dann da, also perfekt getimt. Also so eine Stunde 15 muss man rechnen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie war das jetzt hier noch mit dem Fahren? Ich glaube, ich muss den rechten Linksabbieger nehmen, ne? Also ich bleib mal in dieser Spur hier. Ich meine, mich erinnern zu können. Dass ich den rechten nehmen muss, weil wir dann nachher wieder rechts auf die Interstate drauf fahren. Und wie gesagt, wir fahren jetzt als erstes erstmal wieder ins Walmart Supercenter. Ich selber habe meine Actioncam nicht mit. Ich wollte euch mal mit der Actioncam mit der Laufenden durch das Walmart Supercenter führen. Also echt heftig, ne? Echt heftig, die Bude, ne? Ja. Ja, weil gestern war, hatte ich noch Dirk getroffen. Hatte ich das schon erzählt? Ne, hatte ich auch nicht erzählt, ne? Hatte ich Dirk getroffen. Auch einer meiner Zuschauer, schönen Gruß an dieser Stelle. Und im Casino, da war ich gerade auf dem Weg zum Billbreaker, wollte einen Fünfer wechseln in einer. Und dann mit steht er vor mir und sagt, hi Perle. Und ich so, hi Perle? Ja, sag ich, hi. Kennen wir uns? Da sagt er, ja, ich bin Dirk. Da sag ich, oh. Also das ist echt ein angenehmer, also dann saßen wir noch in der C-Bar nachher. Das ist echt ein angenehmer, schon wieder rot, scheiße. Das ist echt ein angenehmer Zeitgenosse, ne? Also, das ist so, der ist so auf dem gleichen Trip wie ich. Ne? Also da war ich, glaube ich, 8 Tage oder so. Nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich glaube, 8 Tage hat er gesagt. 8 Tage war ich hier, hat aber kein Auto unterm Arsch gehabt. Und da hat sich auch nicht viel von Las Vegas angeguckt. Naja, zu Fuß ist auch ein bisschen blöd. Ne? Aber naja gut, man könnte ja mit dem Bus fahren und sowas. Ne? Und er hat sich wohl überwiegend da in den Bereich da rumgetrieben. Und absolut begeistert. Also er sagt, nächstes Jahr kommt er wieder. Rock'n'Roll. Ne? Der Urlaub war für ihn umsonst ein bisschen was, hat er auch noch gewonnen. Hat ein bisschen rumgezockt und viel Glück gehabt. Der ist in Royal Flush reingelaufen beim ersten Draw. Chance 1 zu 430.000. Herzlichen Glückwunsch, Stöck, an dieser Stelle nochmal. Hatte ich auch einmal in meinem Leben bisher, dass man draufdrückt und zack ist der Royal fertig. Ne? Echt abgefahren. Ja, und dann war ich noch mit Dirk, dann haben wir uns noch an die C-Bar gesetzt. Dann waren wir noch bei Starbucks und noch Kaffee getrunken. Dann sind wir noch mal ein bisschen durchs Casino rumgedeachert. Dann waren wir an der C-Bar. Da haben wir dann auch noch ein bisschen geklönt. Danach wollte er noch mal zocken gehen. Da sage ich, ja klar, können wir zusammen zocken. Dann habe ich da auch noch mal mein Glück versucht. Nun gut, heute bin ich jetzt den zweiten kompletten Tag hier. Gestern lief das nicht ganz so gut. Also ich habe gestern die aus den 325er 358 gemacht. Und davon habe ich gestern 220 oder sowas vernichtet. Irgendwie so, oder 240, irgendwie so. Bin zwar noch im Plus, aber eigentlich hätte ich verloren, wenn das nicht das Casino-Geld gewesen wäre. Also ich habe Casino-Taler verloren. Lief ganz bescheiden. Also ganz, ganz schrecklich. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, meine lieben Freunde. Jetzt muss ich mich hier Richtung Salt Lake City North. Ja, alles klar. Und dann bleibe ich gleich mal links, weil sich das ja gleich verjüngt. Meine Liebe. Aber da verjüngt sich gar nichts. Das ist ja nur einspurig hier. Doch, ach klar, wir merchen gleich mit den anderen Spuren. Alles klar, alles klar. Da wollen wir doch mal zusehen, dass wir gleich nach links rüberkommen. Der ist aber schön übersichtlich, der Corolla hier. Das gefällt mir. Was ist hier los?
Quetschpalli. Jupp. Quetschpalli. Meine Batterieleuchte blinkert. Hoffentlich hält die Kamera noch durch, ein Momentchen. Ja, also habe ich den mit Jack da den ganzen Abend verbracht, gestern. War echt lustig, haben wir noch ein bisschen gezockt. Ich habe noch ein paar Bier getrunken. Er trank überhaupt nichts, er sagt, er trinkt keinen Alkohol. Er hat sich damit Kaffee begnügt. Das war dann auch in Ordnung für ihn. Und da haben wir uns da, er hat sich Kaffee reingeorgelt und ich mir ein paar Coronas. Dann war die Sache auch für mich erledigt. Eieiei, ey, die fahren hier wieder, ne? Der wird mir da fast reingebrettert, der Spinner. Eieiei. Heftig. Ja, gucken wir mal nach vorne raus. Es geht nicht ganz so schnell voran, aber ich bleib einfach mal auf dieser Spur. Vielleicht gehe ich mal gleich an rüber nach links, ne? Ist besser, ne? Ich gehe mal rüber nach links, meine Lieben. Zack. Ja. Ja, bei Mandala Bay habe ich mal geguckt, ob man die Scheiben sieht. Also ich stand direkt unten bei Mandala Bay an der Bushaltestelle. Und da kann man natürlich prima hochgucken, wo der Irre hier im letzten, vorletzten Monat aus dem Fenster geballert hat an die Leute rein. Die 42 Leute da ausgeknipst hat und die 500 Verletzten. Und man sieht es nicht. Also die haben die Scheiben, die kaputten Scheiben haben sie ausgetauscht. Man sieht nicht, welche Scheiben das sind. Na, man müsste das Stockwerk dann abzählen und die Fenster, um rauszufinden, wo der da rausgeballert hat. Ne? Auch die ganzen Kreuze am Las Vegas Sign haben die weggenommen. Dafür ist in Downtown, glaube ich, jetzt so ein Bereich, wo sie der Toten gedenken. Da haben sie so eine Gedenkstätte eingerichtet. Ne? Hat auch einen speziellen Namen. Jo. Jedenfalls heißt es jetzt für mich, ab zum Einkaufen. Da will ich mir wieder das Übliche holen. Ein paar Bananas, Pabst Blue Ribbon. Rootbier, na logisch, ein bisschen Sarge und Pepper und ein bisschen Kleinkram, so das, was mir gerade noch so einfällt. Mundspülung will ich mir nochmal einen halben Liter holen und dann bin ich wieder ausgerüstet. Dann habe ich wieder alles, was ich brauche, so um glücklich zu sein hier. Ne? Ich brauche ja nicht viel, ihr wisst es. Ne? Perle braucht nicht viel, aber er braucht schon mal seinen Koffer. Ne? Da sind so Sachen drin, die ich wirklich benötige. Also wenn der Koffer nicht angekommen wäre, wäre ich richtig angeschissen gewesen. Also wenn der Koffer heute nicht gekommen wäre, wäre ich jetzt, hätte ich mir jetzt bei Walmart Klamotten gekauft. Ne? Aber wichtig, ich hatte es ja schon mal in dem Vorbereitungsvideo gesagt, wichtig immer einen Satz Klamotten dabei haben. Ein T-Shirt, eine Hose, ein Eimer Socken und eine Zahnbürste habe ich bei mir im Rucksack drin. So kommt man zumindest über den ersten Tag ganz gut hin. Ne? Und am zweiten Tag wird es dann nachher schon kritisch. Aber man kann ja auch waschen, ist ja kein Problem. Ich hatte ja auch die Handwäsche gemacht, die Salzränder von meinem T-Shirt in London rausgewaschen von Hand. Ja, meine Lieben, hier ist ordentlich Rambazamba, die Stadt ist voll. Dann kommt natürlich noch dazu, heute ist Freitag, jetzt strömen sie nämlich alle in die Stadt. Jetzt strömen sie hier alle rein für das Weihnachtswochenende Party machen. Ich bin mal gespannt, wie voll das heute im Stratosphäre ist. Ja, zum Zocken, wie gesagt. Also ich habe schon einiges ausprobiert, ich habe schon ein paar Viere gehabt, aber nichts Großes irgendwie. Also nicht irgendwie, wo ich sagen würde, jo, das kann man mal zeigen. Ne? Also alles so ein Küdelkram, ne? Ja, also lief so ein bisschen Tendenz abwärts. Gestern war ja nur mein erster Tag, wie gesagt, und da habe ich ja aus den 325 Dollar 358 oder 54 gemacht. Und ey, ich muss ja höllisch aufpassen. Ein Gewusel hier. Für 11 Dollar zusätzlich hätte ich einen Dodge Charger gekriegt. Hier, so ein hier, in weiß hier. Muscle Car, aber ein richtiges Muscle Car, ne? Monster, ne? Sag ich, nee, brauche ich nicht. Sag ich, mir reicht mit Size aus, ne? Kein Problem. Für eine Person. Warte noch, wie viele Leute seid ihr? Sag ich, eine Person. Passt. Ja, wollt ihr größere Touren machen? Sag ich, nö. Sag ich, brauch nur ein Auto. Fertig, ne? Und das reicht. Reicht vollkommen aus. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, zocken, ne? Also, was das Zocken angeht, ich mach mal aus wieder an. So, da bin ich wieder. Was das Zocken angeht, also, ey, läuft tight, ne? Also schon einige fette Chancen gehabt, jede Menge Royal Flash-Möglichkeiten, aber nicht irgendwie noch kein einziges Mal 4 Asse gerissen. Ich dachte gestern, nein, wir müssen es ja auch eigentlich mal 4 Asse reißen. Na gut, so oft passiert das ja nun auch nicht. Also das Größte, was ich bisher hatte, waren 4 Zweier ohne Kicker, ne? Na, toll. 4 Zweier ohne Kicker und ein paar Vierer, so kleine Vierer. Das ist nicht berauschend. Na gut, das war jetzt Tag 1. Ne? Vielleicht passiert heute ja was. Ne? Und wenn heute nichts passiert,
Dann morgen. Schauen wir mal. Ne? Aber gestern war eine Katastrophe. Ich habe da wirklich alles ausprobiert. Ich bin da rumgesprungen wie ein Großer. Ich denke, ja, muss doch mal was kommen. Ne? Kam nichts. Ne? Ja, dann ist das Geld lange weg verdunstet. Ne? Lange gespielt von dem Geld. Das ist schon mal ganz gut, weil ich viele kleine Sachen hatte. Und da habe ich mich dann, also konnte ich auch nicht Umsatz reißen. Das ist natürlich nicht schlecht. So, meine lieben Freunde, ich höre jetzt auf. Ich zeige euch nochmal raus hier. Und an der Schalzen muss ich nachher ab. Ihr wisst es. Und ja. Ja, das Auto lässt sich gut fahren. Also angenehmes Handling. Das merke ich jetzt schon. Ja, weil es nicht so riesig ist. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Mit Size halt. Ne? Für eine Person, wie gesagt, ausreichend. Was will ich mehr? Ne? Ja, so. Ich sage erstmal tschüss. Ich melde mich dann nachher bei Walmart auf dem Parkplatz oder zwischendrin nochmal wieder. Ne? Wenn wir auf der Schalzen sind. Bye-bye. Dann kann ich mich ja so ein bisschen auf das Gewusel und Gewühle hier so ein bisschen konzentrieren. So videorisieren und mit dem Auto hier durch die Gegend fahren. Ich meine, habe ich ja kein Problem mit. Aber das ist jetzt echt die erste Strecke. Ich muss mich erstmal mit dem Auto und dem Handling so ein bisschen vertraut machen. So, also ein bisschen konzentrierter vorgehen. Tschüss. Jetzt will ich nicht den gleichen Fehler machen, den ich schon mal gemacht habe. West, Exit Only, da muss ich rüber. West. Genau. Hier bin ich das letzte Mal abgefahren, Exit 41A. Jetzt bleibe ich mal hier. Ich will ja, da musste ich ja nachher wenden. Da musste ich ja Richtung Osten fahren. Jetzt nehme ich mal den Exit hier. Das ist nämlich der richtige. Ja. Wunderbar. Seht ihr? Ja, das seht ihr nicht. Ne? Ja, seht ihr gleich, wenn ich jetzt hier umkurbel. So, lass mal schauen. Schalzen. Boulevard rechts. Genau. Brauche ich hier nicht den umständlichen Wendemann machen. Wir wissen, im April war hier auch schon Baustelle. So, lass mal gucken hier. Fahre ich ja hier rauf. Genau. Zack. Genau, das letzte Mal bin ich da hinten runtergekommen und dann hier so nach links gefahren. Und dann da oben an der Commerce muss ich den Wendemann machen. So, das habe ich mir natürlich jetzt hiermit gespart. Ne? Jo. So, und jetzt sind wir auf der Schalzen. Und da heißt es immer geradeaus. Meine Lieben. Bis zum Walmart Supercenter. So, wo war ich von stehen geblieben? Bei Dirk, glaube ich. Ne? Oder hatte ich den hatte ich ja abgehandelt. Bin so ein bisschen unkonzentriert. Ja, bei Dirk. Und also echt ein cooler Typ. Ganz netter Magger, ne? Ja, Peter ist natürlich auch nett, ne? Und seine Frau, ne? Aber Dirk ist da nochmal eine Hausnummer. Also wenn ich zwischen beiden wählen könnte, mit dem ich Party machen wollen würde, würde ich Dirk wählen. Also Dirk darf sich geehrt fühlen. Also wir sind auf einer Wellenlänge. Der ist auch ein bisschen crazy, der Typ. Ja, ist vernünftig und ein bisschen verrückt, ne? Und das bin ich ja auch, ne? Und von daher haut das dann schon hin, ne? Ja, da hat die richtig viel Spaß in Vegas gehabt. Ne? Also er sagt, das hat ihm ausgezeichnet gefallen. Ja, war im Grunde genommen nur so eine Tour. Was mir natürlich auch imponiert ist, dass der natürlich auch alleine hierher gekommen ist. Da muss man erstmal den Schneid haben, alleine nach Las Vegas zu fahren. Ne? Und dann sagt er, im ersten Moment war es ein bisschen komisch, sag ich weiß. Aber danach hat ihm das immer besser gefallen. Ne? Das sagt klar, kannst, weil du machen kannst, was du willst. Ne? Das ist eben das Coole hier an Vegas. Wenn man also niemanden dabei hat, ne? Kannst du hier Vollgas geben, ne? Entweder den ganzen Tag rumpennen, den ganzen Tag rumlatschen, den ganzen Tag shoppen gehen, was du halt willst, ne? Musst dich mit keinem absprechen und. Jo. Ja, Dirk, der gute alte Dirk, der sitzt jetzt im Flugzeug, aktuell, und der ist heute Morgen 10 Uhr losgeflogen. Der sitzt jetzt im Flieger nach Deutschland. Ja. Dann wollen wir gleich mal ein bisschen einkaufen gehen, ein paar Getränke. Da bin ich auch ganz happy. Ein paar Chips, irgendwie so ein Scheiß wieder. Ein paar Naschis. Und vor allem nicht ganz so teuer, ne, wie in diesem Walgreens. Boah, heftig, ne?
Jetzt habe ich natürlich zu viel Duschzeug. Braucht ihr noch Duschzeug? Könnt ihr haben, ne? Und Deo habe ich auch zu viel. Ja, dadurch, dass ich jetzt alles doppelt habe, ne? Aber zum Glück habe ich mir hier nicht ganz so viel geholt, ne? Aber das Geld, das hole ich mir zurück von British Airways, ne? Ist ja nicht viel, $20, aber $20 sind $20, ne? Haben wieder umsonst ausgegeben, ne? Das sollen mir British Airways bezahlen, ne? So, sonst habe ich weiter nichts. Die Sonne, ihr seht das schon an meinem Gesicht, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Die Sonne lacht uns hier aus dem Arsch, blauer Himmel, relativ blau, ein bisschen bedeckt. Ein bisschen diesig ist es, aber cool. Draußen von den Temperaturen her auch cool, so 13, 14 Grad haben wir. Ist nicht unangenehm, weil kein Wind ist, ne? Also echt toll. Echt toll. Jo, das war's. Sonst habe ich weiter nichts zu erzählen. Also auf dem Parkplatz melde ich mich jetzt nicht nochmal. Vielleicht nachher auf dem Rückweg zum Stratosphäre, was ich so geshoppt habe. Aber ich, ihr wisst ja, ich kaufe nur so Sachen, die ich sowieso geil finde, die ich selbst verbrauche. Vielleicht, ich will auch nochmal nach T-Shirts gucken, weil ich fand diese $4-T-Shirts das letzte Mal, die fand ich richtig geil. Ne? Die sind auch von der Qualität her richtig gut. Ne? Ich will da nochmal bei Walmart in der T-Shirt-Abteilung ein bisschen gucken, ob wir gucken, die da abgedrehten Krempel haben. Ne? So, meine Lieben, haut rein. Walmart, ich komme. Und dann habe ich wieder meinen Pabst Blue Ribbon und dann geht das Leben wieder richtig los. Jetzt habe ich wieder alles, was ich haben will. Jetzt habe ich ein Auto unter dem Arsch. Mein Koffer ist heute Morgen gekommen. Alles wieder wunderbar. Ne? Das hat mich echt genervt. Ne? Weil man eben unsicher ist. Ne? Kommt er? Wann kommt er? Wie kommt er? Kommt er überhaupt? Ne? Und das ist immer blöde, weil dann steht man immer so ein bisschen in der Schwebe. Ne? So, wenn er nicht kommt, was mache ich dann? Ne? Was muss ich mir dann holen? Ich war schon drauf und dran, mir so eine kleine Liste zu machen, was ich unbedingt noch shoppen muss an Klamotten. Aber gut, das hat sich jetzt natürlich alles in Luft aufgelöst. Was ein Glück. Jo. So sieht's aus. So, weiter habe ich nichts. Jetzt höre ich auf. Tschüss. Bin auch gleich da. Kann ich das mal zeigen? Ich bin auch bald da, meine Lieben. Ja, dies ist ja hier alle. Also habe ich zum Straßenverkehr habe ich auch schon gesagt, hier, dass da wenig los ist, habe ich erzählt, ne? Also auch gestern Abend, ne? Relativ wenig los. Jetzt fängt das an, sich langsam zu füllen. Also viele haben ausgecheckt, oder ein paar haben ausgecheckt, so viele sind ja, glaube ich, gar nicht im Stratosphäre. Und viele Leute trudelten heute Morgen oder heute, wo ich abgehauen bin, heute Mittag schon rein. Es wird langsam voller, ne? Ja, Freitag, ne? So. Es füllt sich langsam. Ich bin mal gespannt, was heute Abend los ist. Da ist bestimmt wieder, im Casino ist bestimmt wieder wilde Quetschparty. Da habe ich mich dann noch mit einer Amerikanerin unterhalten, eine ganze Weile heute Vormittag. Die war auch ganz nett. Die wollte mal wissen, wie das mit diesen Automaten funktioniert. Das habe ich ja so erzählt. Die hat es gar nicht so richtig geschnallt. Und die war mit ihrem Mann da und ja, wollte halt eben mal gucken. Die ist aus Ohio. Die ist aus Ohio und ihr Mann ist irgendwie Vietnam. Die erzählen ja mir mal alles, ne? Vietnam-Veteran und der war auch in Deutschland, in Rammstein war der. Und also die Lebensgeschichte, die müssen einem ja mal alles erzählen. Ne? So eine ältere Dame war das, aber die war ganz nett. Ne? Sehr, sehr umgänglich, sagen wir mal so. Sind die Amis ja hier generell. Es gibt ein paar Idioten, aber ansonsten sind die alle umgänglich. So wie der Perle sozusagen. Ne? Wollen ihre Ruhe haben und wenn die mal ein bisschen Entertainment haben wollen, ein bisschen Smalltalk, dann kriegen sie ihren Smalltalk. Mache ich auch mal ganz gerne. Da bin ich auch mittlerweile ziemlich einamerikanisiert. Ein bisschen Smalltalk, ein bisschen schnattern, so auch mit Dirk gestern. War ganz interessant. Und so erzählt, was wir so beruflich machen und den ganzen Quatsch. Ne? Und ja, und das Wichtigste ist natürlich, dass ihm das hier gefällt. Ne? Und das hat voll funktioniert. Ne? Peter gefällt das wohl, glaube ich, auch ganz gut. Seiner Frau weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also so von der Optik her, wenn ich die so sehe, das ist doch alles. Also die ist sehr steif. Vielleicht ist sie auch so ein steifer Typ. Ne? Jeder ist halt ein bisschen anders. Ne? Also mein Fall wäre es nicht. Ne? Die ist mir einfach zu unlustig. Ne? Also nicht verrückt genug, sagen wir mal so. Vielleicht ist sie auch von den beiden so der vernünftige Partner. So, der Peter Erdet. Ne? Jo. Die waren gestern in Downtown und da hat er mich heute Morgen nochmal angemorst wegen Zigaretten holen. Ich habe ihm das erzählt, wenn du die beiden rauchen, dann sage ich, ey, wenn ihr raucht, dann fahrt ihr in den Paiute Smoke Shop in der Main Street. Und dann fragt er, wie man da hinkommt und wie das heißt. Und dann habe ich ihm das dann per WhatsApp, habe ich das dann eingesprochen, so eine kleine Beschreibung. Hat er auch gefunden. Und daneben haben die, glaube ich, jetzt so einen Kifferladen aufgemacht. So ein Baumarkt, wie hat er sich ausgedrückt? Baumarkt für Kiffer, ne? Also hier sind ja überall die Buden hier, wo du hier
Cannabis kaufen kannst. Ne? Das ist ja alles legal hier. Ne? Kannst ja die Geschäfte, die brauchen bloß eine Lizenz und dann verkaufen sie das legal. Ne? Und dann kiffen die sich, können die Leute sich hier zu Hause einen reinkiffen. Ne? Absolut unproblematisch. Die K9 war heute Morgen wieder im Casino mit dem Hund. Mit dem Drogenspürhund. Ja, da sollte man keine Tüte in der Tasche haben. Ne? Geht da ja gerne. Jo. So. Hier ist das Walmart Supercenter, meine lieben Freunde. Das ist grün, das ist fein. Schieb dich. Das Auto hat ein anständiges Handling. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ui, ist aber voll hier. Da nehme ich euch noch mit, meine Lieben. Finde ich hier irgendwo Parkplatz? Ich will auch nicht so weit, ne? Ich park hier. Ich park mich hier rein. Scheiße, ja. Laufe ich halt einen Meter, ne? So, zack. Reingeparkt. So. Steht, passt wackeln und hat Luft. Okay. Und erledigt. Nur ein Schlüssel. Nur ein Schlüssel. Ja. Nur einen Schlüssel. Toyota Corolla, ich kann ihn euch ja nochmal zeigen. Ja, ziemlich eckig die Kiste. Hier habe ich schon mein Navi halt hingehängt. Ziemlich eckig die Kiste, für mich ist natürlich wichtig hier. Strom hat er. Hat auch Strom hier in der Mittelkonsole, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Nee, hat keinen Strom in der Mittelkonsole, aber eine Steckdose hat er und USB hat er auch. Also passt alles. Ja, ziemlich basic die Kiste, ne? Reicht aber aus. Für mich ist nur Cruise Control wichtig und von außen zeige ich euch den auch nochmal. Von vorne sieht er richtig cool aus. Halt ein Standardauto, ne? Einfach und gut. Passt. Für Pelle gemacht. Peace. Bin zufrieden. Ne? Hauptsache rollt, ne? Hauptsache ich roll hier nicht ab mit dem Platten durch die Gegend. Ne? Und alles gut an dem Auto. So, peace, meine lieben Freunde. Kofferraum müsste ich auch nochmal checken, ne? Sicher nachher, wenn ich eingekauft habe. So, ich gehe da jetzt rein und gehe mal schon was einkaufen. Tschüss.